Inzwischen haben wir auch als Bundeswehr erste konkrete Anfragen nach Unterstützung Israels bekommen. Es geht um 2 von 5 Heron-Drohnen, die in Israel stehen, die von uns, von den Israelis geleast sind. Wir haben gestern Abend dieser Anfrage entsprochen. Die Situation in der Region ist natürlich brisant. Das kann man ja gar nicht übersehen. Die Israelis führen hier einen Existenzabwehrkampf. Auch das kann man nicht übersehen, das kann man auch nicht relativieren, wie das der ein oder andere gerade versucht. Es ist ein klassischer Abwehrkampf und natürlich sind die Israelis jetzt in einer Situation, wenn sie die Bodenoffensive starten, dass wir alle damit rechnen müssen, dass die Situation eskaliert. Wir stehen an der Seite Israels und hoffen sehr, dass es nicht zu weiteren Eskalationen kommt. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.